Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich so, so sehr auf dieses Video. Ich habe nämlich endlich nochmal ein Paul Valentine Haul für euch. Ich habe hier ein paar Schmuckstücke auch schon an, einfach ein paar Lieblinge von mir. Übrigens wird es in diesem Video auch noch eine kleine Verlosung geben. Ich habe nämlich noch zwei Schmuckstücke hier, die im Adventskalender waren, die ich auch an euch weitergeben möchte. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, dann werdet ihr erfahren, wie ihr die gewinnen könnt. Ich werde euch die natürlich auch noch zeigen. Und ich habe hier noch ein neues Paket mit vier wundervollen Schmuckstücken. Eine Uhr ist auch noch dabei, die ich euch nochmal ausführlich zeigen möchte. Und ja, lasst dem Video schon mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und schaut auch mal in die Infobox vorbei. Da verlinke ich euch nämlich noch ein, zwei andere Paul Valentine Haul Videos, weil ich bin ja schon, wie einige von euch bestimmt wissen werden, sehr, sehr lange Paul Valentine Fan. Genau, und ich zeige euch jetzt gleich die Schmuckstücke, die ich anhabe. Ich zeige euch, was ihr gewinnen könnt. Und wir machen zusammen dieses Paket auf. Und die Sachen zeige ich euch dann natürlich auch nochmal ausführlich. So, vielleicht nochmal ganz kurz vorab, bevor ich anfange, euch die Sachen genauer zu zeigen, im Detail zu zeigen und die anderen Sachen vorzustellen. Falls ihr Paul Valentine noch nicht kennen solltet, was ich irgendwie nicht glaube, aber falls es da doch noch jemanden gibt, also es gibt bei Paul Valentine super, super tolle, hochwertige Schmuckstücke, die haben ein ganz tolles, zeitloses Design. Also das ist nicht einfach nur so ein Trend und dann will man die irgendwann nicht mehr anziehen, sondern es ist wirklich zeitlos, elegant. Der färbt nicht ab, also ihr könnt damit duschen gehen, ihr könnt damit schlafen und ihr müsst es nicht ausziehen. Und die meisten Schmuckstücke gibt es in Gold, in Roségold und in Silber. Ich habe jetzt alles in Gold da, weil ich aktuell einfach ein absoluter Goldfan bin. Beziehungsweise eine Uhr möchte ich euch später noch zeigen. Die ist eine Mischung, also die ist Gold und Silber. Und ja, das finde ich auch super, super schön. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wie man Gold und Silber perfekt kombinieren kann. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Aber ja, aktuell ist es doch wieder so Gold bei mir. Und ihr seht einfach schon, wie wunderschön die Sachen sind, die ich gerade anhabe, oder? Also ich habe hier einmal die Pavé Emerald Ohrringe und die passende Kette dazu. Es gibt übrigens auch noch einen Ring und ein Armband, was auch zu dieser Reihe passt. Und die gibt es auch mit so einem grünen Stein und mit einem schwarzen Stein. Also schaut da gerne vorbei. Ich werde auf jeden Fall die Schmuckstücke, die ich jetzt trage, in der Infobox verlinken. Und vielleicht, bevor ich weitermache, ich habe auch einen Rabattcode für euch bekommen, richtig cool. Der geht bis Ende nächsten Monats, also bis zum 30.04. Und damit könnt ihr 15% auf alles sparen, auf alle Schmuckstücke und Uhren. Und der ist Marie15, also nutzt den super, super gerne und schickt mir super, super gerne auch Bilder von den Schmuckstücken, die ihr euch bestellt habt oder schreibt mir gerne, falls ihr auch Fragen haben solltet, schreibt mir immer gerne. Und falls ihr das hier auf YouTube nicht machen wollt, super gerne auf Instagram, da einfach @marieinspire, da könnt ihr mir auch immer schreiben. Und wie gesagt, also das habe ich ja schon mal gesagt, was ich für eine Kette und was ich für Ohrringe trage. Wenn ich die gleich ausziehe, zeige ich euch die auch nochmal von nah. Ich blende euch auch immer Fotos ein. Ich finde, dann kann man das immer nochmal besser erkennen. Und ich gucke mir selber super gerne Videos an, wo man die Schmuckstücke halt getragen auch nochmal sehen kann. Es gibt super, super viele Bilder auf der Webseite, aber ja, so live nochmal getragen ist es nochmal was anderes, finde ich. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Ringe an. Und Leute, dieser Ring, wow, wie schön ist der. So sieht er aus und das ist der Brilliant Quadra Ring. Und auf der anderen Hand habe ich auch den Brilliant Ellipse Ring. Und hier ist der Brilliant Square Ring. Und ich liebe die. Also ich habe die übrigens in einer 52, dass ich die halt am Ringfinger tragen kann. So. Und den habe ich in einer 54 und dann passt der an den Ring, an den Zeigefinger. Er passt aber auch hier an den Mittelfinger und das trage ich auch super, super gerne auch schon mal einfach so alleine. Dann ist es ein bisschen schlichter, aber ihr könnt das natürlich dann auch super gut zum Beispiel so kombinieren. Übrigens seht ihr ja schon, dass meine Nägel in so einem Rosaton sind. Das hat auf jeden Fall einen Grund. Es gibt nämlich gleich in diesem Paket noch ein Teil, wo auch dieser Rosaton mit bei ist. Und generell gibt es auch aktuell eine Limited Rose Kollektion. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen, gerade jetzt, wo der Frühling ja eigentlich kommt. Heute ist es nochmal ein bisschen bewölkt leider, aber ja, der Frühling kommt. Das sind jetzt so die Schmuckstücke, die ich trage. Dann zeige ich euch erstmal noch die Iconia Harmonia. Das ist die Uhr, die Gold und Silber kombiniert, hatte ich gerade ja schon angesprochen. Schaut mal, wie wunderschön die aussieht.
Und hier sieht man auch richtig gut, dass man Gold und Silber miteinander perfekt kombinieren kann, gerade wenn das so tolle Silber- und Goldtöne sind wie bei Paul Valentine. Und hier hat man halt auch nochmal diese Steinchen und es ist wirklich so, so hochwertig. Ich ziehe die mal kurz an und so sieht die dann einmal getragen aus. Einfach nur richtig, richtig schön. Und gerade auch die Schmuckstücke dann mit den Steinchen passen dann auch nochmal perfekt dazu. Ist dann auch irgendwie so ein bisschen Silber und Gold gemischt, ne? Die Uhren von Paul Valentine sind übrigens auch so, so hochwertig. Also ist auch ein super, super tolles Geschenk, wenn man ja ein bisschen mehr vielleicht ausgeben möchte. Ansonsten gibt es natürlich so, so viele verschiedene Schmuckstücke, natürlich auch in verschiedenen Preisklassen und Kategorien. Ich denke mal, da wird jeder fündig oder man beschenkt sich halt einfach selbst. Ich habe hier übrigens auch noch ein paar andere Paul Valentine Schmuckstücke, davon sind aber nicht mehr alle erhältlich, deswegen möchte ich euch die jetzt nicht zeigen. Aber es kommen ja immer richtig, richtig tolle Schmuckstücke rein, deswegen immer wieder mal vorbeischauen. Und dann gibt es hier auch noch zwei andere wunderschöne Ohrringe, die ich euch zeigen möchte. Einmal die Eclat Hoops, die habe ich richtig, richtig oft auch an. Schaut mal, das sind die, die sehen so, so edel aus. Die sind halt einfach Gold und haben aber auch noch die Steinchen mit dabei. Und ich finde auch, die haben eine perfekte Größe. Die sind übrigens auch überhaupt nicht schwer. Also die kann man richtig gut tragen. Da braucht ihr keine Angst vor haben. Und genau, getragen sieht das Ganze dann so aus. Und ich finde, das sieht so schön, hochwertig und edel aus. Und ja, macht, also kann man auch tagsüber tragen, aber macht halt auch so ein Abendoutfit komplett. Und dann gibt es noch was richtig Kleines, Unauffälliges, was ich euch zeigen möchte, für die, die vielleicht schlichteren Schmuck eher mögen. Das sind die Illusion Hoops. Schaut mal, wie cool das aussieht, weil man einfach so drei Ohrringe quasi in einem hat. Und auch hier sind wieder ein paar Steinchen, die sind jetzt wirklich klein, zeige ich euch jetzt auch mal getragen. Und so sehen dann einmal die Illusion Hoops getragen aus. Auch einfach nur richtig schön, finde ich. Also ich finde die super, super cute. So, bevor ich jetzt gleich mit euch das Paket auspacke, ich bin übrigens schon so gespannt, ich habe nämlich noch nicht reingeguckt. Ich weiß natürlich, was ich mir ausgesucht habe, aber noch nicht, wie das Ganze aussieht. Kommen wir jetzt einmal kurz zum Gewinnspiel. Ich werde euch das übrigens in diese Packungen reinpacken, wo die Original auch drin sind. Genau, aber das waren jetzt noch die Packungen aus dem Adventskalender. Und da haben wir, auch die zeige ich euch später, das war die Kette, die im 24. drin ist. Und ich dachte mir, die ist so schön und ich würde sie auch gerne selber tragen. Aber ich habe ja schon viel von Paul Valentine und ich möchte da gerne was zurückgeben. Deswegen habe ich mich einfach, ja, habe ich mir einfach spontan überlegt, dass ich da etwas verlose. Und wir fangen an mit einem Armband, was ich verlosen möchte. Und schaut mal, es ist ein super schlichtes, aber auch super hochwertiges Armband. Übrigens habt ihr da immer diese Verschlüsse hinten dran, wo nochmal P und V steht. Hier kann man das richtig gut erkennen. Und das ist halt einfach ein goldenes, so twisted Armband. Und das kommt auf jeden Fall einmal in die Verlosung mit rein. Und dann kommt noch eine Kette mit dabei. Die ist auch einfach nur richtig richtig schön. Und das ist diese hier. Die hat nochmal so ein Steinchen in der Mitte. Ist auch super leicht. Ich finde, die kann man auch perfekt im Alltag tragen oder halt auch wieder abends. Ihr könnt die aber natürlich auch wieder in der Länge variieren. Und auch hier die Verschlüsse. So ein hochwertiges Schmuckstück. Ich kann ja mal kurz die Kette abmachen und euch die andere Kette einfach mal zeigen. Ich halte sie jetzt einfach mal gerade nur an. Aber so in etwa würde das dann bei einem von euch aussehen. Also eigentlich noch ein bisschen länger. So, genau. Ich finde, das sieht super, super schön aus. Das sind die beiden Schmuckstücke, die in die Verlosung kommen. Einmal dieses wunderschöne Armband und diese wunderschöne Kette. Verpacke ich euch natürlich dann noch wunderschön. Und genau, alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich nur ein Abonnent zu sein von meinem Kanal und von dem Kanal von Paul Valentine. Und dann einfach einen Kommentar hinterlassen, wo ihr schreibt, dass ihr die Glocke aktiviert habt, dass ihr mir und Paul Valentine folgt vielleicht oder einfach dann schreiben. Und genau, dass ihr gerne gewinnen wollt. Das war es dann auch schon, ne? Also einfach nur Paul Valentine und mir folgen, die Glocke aktivieren und einen Kommentar verfassen. Und dann landet ihr auch schon im Lostopf. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich versuche es jetzt auf jeden Fall immer wieder öfters so einzubauen. Einfach eine kleine Verlosung, um jemandem etwas zurückzugeben. So, kommen wir jetzt zu den neuen Sachen. Übrigens ist der Karton zu 100% recycelbar. Und den machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Hier ist einmal die Eternal Gold Pink Uhr drin und die ist aus der Limited Rose Kollektion.
Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass es einen Grund hat, dass ich meine Nägel rosa lackiert habe. Und ihr seht das jetzt. Und ich sehe die schon. Und die ist einfach nur wunderschön. Schaut euch einmal diese wunderschöne Uhr an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also die Kamera schluckt gerade ein bisschen Farbe. Die ist eigentlich noch ein bisschen rosaner. Aber wie schön ist die auch mit den Steinchen und dieses Gold und Rosa. Einfach perfekt. Perfekter Spring-Vibe. Ich bin gerade so happy, dass ich mich für Rosa entschieden habe. Gibt es natürlich auch mit einem weißen Ziffernblatt. Also schaut euch am besten da einfach mal um. Aber krass einfach, wie wunderschön ist diese Uhr. Richtig schön. Und so ein dezentes Rosa ist auch mal was anderes. Hat nicht jeder und passt natürlich jetzt perfekt zum Frühling. Und werde ich auf jeden Fall auch an Ostern und so tragen, an den Feiertagen. Machen wir weiter. Also die müsst ihr euch auf jeden Fall mal im Shop angucken. Ne? Verlinke ich euch natürlich. Machen wir weiter. Hinten steht ja nicht drauf, was drin ist. Deswegen ist es auch nochmal eine Überraschung. Ah, da sehe ich es schon. Das kommt übrigens immer in so einem wunderschönen Täschchen. Und da werde ich euch auch die anderen Schmuckstücke reinpacken. Und schaut mal, was wir hier haben. Das ist das PV, also Paul Valentine Tennis und Chain Bracelet in Gold. So, ich ziehe das jetzt einmal an. Boah, das sieht einfach so schön aus. Schaut mal, so sieht das Armband dann getragen aus. Und das passt natürlich auch perfekt zur Uhr. Einmal durch die Steinchen und einmal durch das Gold. Also, ich kann euch wirklich nur sagen, Paul Valentine hat so eine krasse Qualität. Ich war noch nie enttäuscht bei irgendeinem Schmuckstück. Und die Schmuckstücke, die ich da habe, die halten einfach auch wahnsinnig gut. Kommen wir zum nächsten Paket. Und da haben wir eine Kette drin. Und auch die, das ist so eine doppelte, die ist wunderschön. Das ist das Sleek Teardrop Necklace. Und ich bin gerade wirklich sprachlos. Also, was ist das für eine Kette? Schaut mal bitte, wie schön ist die? Also, die ist so doppelt, wie gesagt. Und der Goldton, dann, wow, hier unten, das sieht so schön aus. Ich ziehe die natürlich jetzt direkt mal an. Aber ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber wenn ihr die zu Hause hättet und jetzt gerade auspacken würdet, diese Qualität, schaut mal, die ist auch so weich, fühlt die sich an. Also es ist eine ganz tolle Kette. Super hochwertig. Und getragen sieht sie dann so aus. Es ist so schöner Schmuck. Ich bin einfach nur verliebt. Also ich verspreche euch, wenn ihr euch was bei Paul Valentine bestellt, wenn ihr die Sachen dann rausholt und in eurer Hand haltet, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das ist der Hammer, wie qualitativ hochwertig die Sachen sind. Und dann haben wir last but not least noch ein kleines Päckchen. Und da sind noch ein paar Ohrringe drin. Und ich bin aktuell ja ein totaler Hoops-Fan. Und deshalb habe ich mir noch die Lola Hoops ausgesucht. In Small, gibt es auch noch in Groß. Und die sehen so aus. Richtig schön. Auch wieder ein richtig toller Goldton. Auch wieder nicht wirklich schwer. Aber ja, trotzdem wahnsinnig hochwertig. Und denkt übrigens super gerne an den Code Marie15. 15% auf alle Schmuckstücke und Uhren. Das lohnt sich wirklich. Und wie schön sind jetzt auch bitte diese kleinen Hoops in Kombi mit der Kette, in Kombi mit diesem wunderschönen Ring. Ich kann hier auch gerade nochmal meinen Brilliant Square Ring dazu anziehen. Ich liebe den auch. Bitte guckt euch das mal an, was ist das für ein schöner Ring? Also ich bin super verliebt. Ich werde, wie gesagt, diese wunderschöne Kette, das sind zwei Schmuckstücke, die im Adventskalender waren, und dieses wunderschöne Armband auch noch verlosen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und bestellt euch auf jeden Fall auch mal was im Shop, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder wünscht euch vielleicht auch mal was. Ja, ihr werdet einfach super happy und verliebt sein. Und ich habe schon so viele positive Nachrichten von euch bekommen, wenn ihr euch was bestellt habt. Und schaut euch auch bitte nochmal diese Uhr an, das Armband. Ein absoluter Traum. Ich werde euch, wie gesagt, meinen Code, die Infos zur Gültigkeit, also bis
30.04. könnt ihr damit bestellen, aber auch nochmal in die Infobox schreiben. Ich werde euch die Schmuckstücke, die ich trage und die ich euch vorgestellt habe, auch die Pavé Emerald Kette und Ohrringe, so schön. Das ist übrigens das gleiche Band, was auch bei dem Armband dran ist, was ich an einen verlose. Verlinke ich euch alles in der Infobox, dann schaut da super, super gerne einmal vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wenn ihr bestimmte Schmuckstücke gerne auch mal in so einem Video sehen wollt, schreibt mir einfach super gerne einen Kommentar und dann setzen wir das doch einfach gemeinsam um. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!